weiteren Folge von LS 19 Map Mühlenkreis Mittelland auf dem Bauernhof von Patrick, Folge 27. So, was machen wir heute in der Folge 27? Also, es ist jetzt ehrlich gesagt geplant, dass ich hingehe, die hier jetzt nochmal die Erntemaschine zurück in die Halle fahre und das Schneidewerkzeug für den Mähdrescher auch zurück in die Halle fahre. Weil es bringt ja jetzt im Moment ja nichts. Wir haben jetzt Regen und laut Wetterbericht soll es gleich auch noch anfangen zu gewittern. Und dann kann ich sowieso nicht viel machen. Und darauf habe ich mir dann halt eben überlegt, dass ich dann alles erstmal wieder zurückfahre in die Halle, bevor dann irgendwas hier mit dem Blitz einschlägt. Weil ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung, ob hier auch ein Blitz einschlägt. Weil das erste Mal, dass ich jetzt hier ehrlich gesagt Gewitter habe. Deswegen. Habe ich halt eben keine Ahnung davon, weil das erste Mal, dass mir das überhaupt mal angezeigt wird mit dem Gewitter. Deswegen. Und da will ich mal jetzt mal abwarten. Was anderes kann ich sowieso nicht machen. Außer abwarten und Tee trinken. Wie es jetzt weitergeht mit dem Wetter. Aber vorsichtig, aber ich dachte, alles mal in, hier mal alles rein. Und deswegen. Und deswegen. Baue ich noch mal lieber alles rein. Ist besser. Ich weiß noch, wie ich damals von meiner Ex-Freundin aus nach Hause gelaufen bin beim Gewitter. Und die mich dann angerufen hat. Auf dem Handy. Und mich gefragt hat abends, ob ich schon zu Hause wäre. Weil ich ja zu Fuß nach Hause gelaufen bin. 8 Kilometer. Und dann bin ich auch durch ins Gewitter gekommen. Und dann hat sie in dem Moment angerufen, wo das Gewitter angefangen hat. Da war es dann auf jeden Fall so gewesen, dass bei mir 20 Meter Entfernung der Blitz eingeschlagen ist. Und dann habe ich auch sofort aufgelegt. Also das brauche ich ja gar nicht. Deswegen gehe ich beim Gewitter auch nicht mehr raus. Einmal war es sogar gewesen. Da war ich abends bei der Pizzeria. Hab mir da eine Pizza bestellt. Dann kam auch, hatte auch das Gewitter gerade angefangen. Und da hatte ich auch echt extrem Glück gehabt, weil der Blitz, das konnte ich merken, ist über mir geflogen. Ja, mir standen auch ehrlich gesagt die Haare zu Berge. Und
Der ist aber Gott sei Dank nicht bei mir eingeschlagen, Gott sei Dank. Ja, aber das war für mich auch wieder eine Lektion gewesen vor aller Feinsten. Beim Gewitter nie mehr wieder nach draußen gehen. Deswegen. Was habe ich denn jetzt hier? Hafer und Weizen. So, dann verkaufen wir das mal eben. Der Landhandel. Ja, dann bringe ich beides zum Landhandel. Oder dann passt das schon. Auf jeden Fall. Das war mir wirklich eine Lektion gewesen vom Allerfeinsten. Seitdem war ich auch nie mehr wieder draußen gewesen beim Gewitter. Ich habe zwar keine Angst vor dem Gewitter, aber man muss ein bisschen Respekt davor haben. Vor dem Gewitter, deswegen. Deswegen gehe ich auch nicht mehr raus beim Gewitter. Ist ja genauso wie beim Gewitter schwimmen gehen. Das darf man ja auch nicht, weil man halt eben der größte Punkt ist auf dem Wasser. Deswegen. Aber was soll man machen? So ist das Leben. Deswegen. Ich hoffe doch, ihr habt heute einen schönen Tag gehabt. Meiner ging so. Halben Tag gepennt. Aber ich konnte die Nacht nicht schlafen, weiß ich nicht warum. Ich war zwar müde gewesen die Nacht, aber ich konnte nicht schlafen. Habe ich schon mal ab und zu und die Tage, da ich nicht schlafen kann. Aber was soll's. Deswegen. Fahren wir jetzt hier nach links. Blinker schon wieder aus. So. Ich bin natürlich jetzt am Überlegen, ob ich mir nicht noch ein Feld kaufen soll oder lieber erstmal das Geld sparen soll. Aber das war jetzt echt knapp. Und mir dann eventuell mal irgendwann ein größeres Feld kaufen soll. Aber mal schauen. Wie viel Liter, also wie viel Tonnen? 65.948 habe ich jetzt insgesamt am Gewicht. Die Feuerwehr mal schon wieder vorbei, weil die höre ich nämlich, weil ich wohne ja hier in der Nähe von der Hauptfeuerwache. Deswegen höre ich die. Ja, da haben wir einiges verloren wieder. So, und dann fahren wir jetzt zurück zum Hof.
schon 175.000. Und dann schauen wir mal, was ich mir für ein Pferd ich mir kaufe. Da muss ich mal schauen. Und auf jeden Fall werden wir die Anhänger dann. Ich bin ja gerade, nee, genau, ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht so noch so einen Unterstand zu kaufen. Das können wir mal gleich mal gucken, wenn wir unten wieder auf dem Hof sind. Schauen. Da sind wir auch schon wieder am Hof angekommen. Beim Regen. So, und den Anhänger. Den stelle ich hier vorne ab. Den stellen wir auch mal wieder hier rein. So, dann passt das. Dann bin ich natürlich am Überlegen. Was habe ich denn jetzt hier drin in das Fass? Gärreste habe ich da drin. Ja. Das bringe ich dann mal auf Feld 49 aus. Auch beim Regen.
kann ich ja nichts. Ja doch. Draufpacken kann ich noch was. Aber nicht überall. Dann passt das hier schon. Deswegen. Und wenn wir das jetzt erstmal so fertig machen, die Feldarbeit, weil die Feldarbeit muss ja gemacht werden. Dann können wir ja nachher mal gucken, wenn wir hier fertig sind mit der Feldarbeit, wegen neues Feld kaufen.
So, dann werden wir die mal wieder befüllen. So, und dann können wir ja mal gucken. Wegen ein neues Feld. Ui. Das ist aber ziemlich teuer. Das ist der Preis, aber jetzt für die ganze Karte. Die ganze Map-Karte kostet so 76.743.000 Euro. Nur für die Karte jetzt. Die Felder sind mal alle zu teuer. Das muss man ja dann zugeben. Da werde ich jetzt mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Dann ist das schon mal erledigt, alles. Packen wir die wieder in der Halle rein. So, und jetzt haben wir Gewitter im Spiel.
Machen wir den mal hier rein. So, jetzt ist es noch mal bewölkt. Und am nächsten Tag können wir dann mal gucken. Wegen die Ernte einholen. Deswegen. Aber da müssen wir mal gucken. Wie wir das am besten hier machen. Deswegen. Ja, mal schlafen. So, machen wir wieder Echtzeit an. Die Toren hier auf. Nehmen uns den Mähdrescher. Machen die Rundumleuchten an. Wir fahren dann jetzt zum Feld 51, weil das müsste jetzt theoretisch fertig sein mit Wachsen. Ich sage ja deswegen theoretisch. Nee, Feld 50, nicht 51, 50. Feld 51 war fertig. Stelle ich mal hier eben ab. Nee, noch im Wachstum. Schade. Aber das macht hier ja nichts. Wir haben hier genug.
Mist gebaut. Falsche Taste gedrückt. Nee, also viel kann ich jetzt auch nicht als Helfer machen. Leider. Aber was soll's. Ihr müsst mal eben jetzt 2 Minuten warten, weil mein Receiver nimmt ja irgendwas auf und ich weiß nicht was. Deswegen. So, da bin ich wieder. Hab da jetzt mal eben das Problem gelöst. Also, was wir jetzt machen könnten, wäre Feld 27 einmal mit dem Gruber bearbeiten. Weil für die anderen brauche ich Techniken, die habe ich nicht. Und die jetzt extra zu leihen. Ist ein bisschen zu teuer. Dazu nehmen wir jetzt unseren John Deere. So, dann fahren wir mal zur Feld 27. Das Feld geht ja schnell.
Ja, das geht ja jetzt eigentlich hier ziemlich schnell. Die Feldarbeit. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt hier eben noch fertig machen, oder versuche ich mich gleich mal ein bisschen hinzulegen zum Schlafen. Deswegen. So. Dann wird es jetzt hier auch langsam wieder hell. Das dauert ja jetzt ja nicht, Gott sei Dank, nicht so lang.
dann, der wäre ja auch gleich fertig auf Feld. So, dann sind wir auch fertig. Die letzte Bahn fahre ich jetzt durch. Dann sind wir auch schon fertig mit der Feldarbeit. So, dann sind wir hiermit auch fertig mit der Feldarbeit. Dann sage ich mal bis später.